Hallo, willkommen bei einem weiteren Video der Firma Quotech. Heute geht es um Nitrat und Phosphat im Meerwasseraquarium und wie ihr das senken könnt. Wir werden die Produkte NP-, also Biopellets, Biopelletsreaktoren, Remofos und das flüssige Remofos-Liquid behandeln. Viel Spaß beim Zuschauen. Gut, Biopellets sind Kunststoffpellets aus biologisch abbaubarem Kunststoff. Die dienen als Kunststoffquelle für Bakterien, die das Pellet oder den Pellet über Monate gleichmäßig abbauen. Also das heißt, die Biopellets kommen in einen Reaktor optimalerweise, weil wenn man die jetzt nur ins Aquarium reinschütten würde, die verkleben. Und dann hat man eine geringere Oberfläche. Die Bakterien besiedeln dann den Pellet, bauen den langsam ab, entziehen praktisch aus dem Aquarium das Phosphat, um den Körper sozusagen der Bakterien zu bilden, und fressen das Pellet auf, und durch die langsame Bewegung der Biopellets im Biopellet-Reaktor werden eben die Bakterien außen abgerieben. Und dann gibt es dann zwei Möglichkeiten, wie man die im Wasser schwebenden Bakterien entfernen kann. Entweder man setzt den Biopellet-Reaktor direkt vor den Abschäumer und holt dann die Bakterien über den Abschäumer raus, oder man lässt sie einfach drin. In dem Fall dienen sie eben als Korallenfutter. Weil meistens hat man ja wenn man Zooxanthellae, Korallen hat, die benötigen ja Nahrung. Und wenn man dann kann man das natürlich über ein Futter einfüllen oder eben die Bakterien, wo an den Biopellets abgerieben werden. Ja, die Bakterien, die brauchen sehr viel Sauerstoff. Also da muss man darauf achten, dass auf jeden Fall ein Abschäumer im Becken ist. Weil sonst hat man unter Umständen bei Nacht ein Problem, dass eben die Sauerstoffkonzentration im Aquarium zu stark sinkt und eventuell hat man dann Verluste bei den Tieren. So, jetzt haben wir hier mal was vorbereitet. Das sind die 6 Biopellet-Reaktoren, die es von Quotech gibt. Praktisch hier haben wir die 3 internen. Die sind der kleinste ist bis 150 Liter Aquariumwasser. Den kann man reinhängen. Und die anderen 2 sind für den Filtersumpf zum Stillen. Und die 3 sind für externe Anwendung, beziehungsweise man kann jetzt auch jetzt den hier kann man dann auch noch ins Becken reinhängen mit der Klemmvorrichtung festklemmen oder eben dann neben das Filterbecken stellen. Gut, nehmen wir jetzt gerade mal den hier, den 100er. Zeige euch, wie das funktioniert. Im Prinzip, wir haben hier eine E-Heimpumpe unten dran. Die ist hier unten reingesteckt. Und wir können das auch ganz komplett zerlegen, dass man es mal sieht. Dann kommt dann praktisch das Wasser, wird von unten im Filtersumpf angesaugt. Also muss mindestens bis hier im Wasser stehen. Wird hier angesaugt. Hier kommt es raus, wird es verwirbelt. Und eben oben läuft es wieder über. Und da könnt ihr dann euch entscheiden, wo ihr das wohin macht. Direkt in den Ansaugbereich von der Abschäumerpumpe oder eben an der Rückförderpumpe, je nachdem, ob ihr die Bakterien rausfiltern wollt oder ob ihr sie im Aquarium was drin lassen wollt. Gut, zum Füllen ganz einfach, der Deckel oben runter. Dann füllen wir hier mal rein. So, das ist ein halber Liter. Geht noch mehr rein. Aber zum Demonstrieren reicht es ja. Also wie gesagt, stellen wir den mal ins Wasser. So. Und dann stecken wir noch ein. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, jetzt sieht man es. Die werden schön durchmischt. Immer schön, wenn man es ein bisschen mehr Wasser reintut, dann sprudelt es auch nicht hier. Aber jetzt haben wir natürlich wieder zu wenig Wasser da. Und die E-Heimpumpe ist halt das Schöne. Die kann man jetzt einstellen zum Beispiel. Wenn einem das jetzt zu viel ist, kann man hier unten drehen, wenn man hinkommt. Dann kann man den Durchfluss regulieren. Dann drehen sich die Biopellets wenig, also das ist jetzt zu wenig, weil so würden sie verklumpen. Und wenn die mal so verklumpt sind, dann habt ihr Freude dran, die wieder aus dem Ding rauszukriegen.
Also sollten Sie schon drehen, dass auch die Bakterien eben von dem Biopellet immer abgelöst werden, schön sauber. Und sich neue Bakterien bilden können. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Wasser nachgefüllt. Man sieht es nochmal unter die E-Heimpumpe praktisch. Die bläst hoch, bringt die Drehbewegung rein. Die Pellets werden schön durchmischt und durch die Reibung der Pellets aneinander wird der Biofilm praktisch, wo die Bakterien auf dem Pellet bilden, eben abgerieben. Gut, wir haben da oben noch ein kleines Gitter drin, dass wenn man sieht da jetzt zum Beispiel, die haben da hängt eben noch ein bisschen Luft drin, dass die nicht ins Becken reingehen. Es bleibt alles schön drin. Hier oben läuft es aus. Wir haben es jetzt nicht zusammengeklebt hier. Das könnt ihr dann selber machen. Ein Klebstoff liegt bei. Dann haben wir auch ein bisschen Silikonfett, dass man hier oben die Dichtungen schön einreiben kann, dass es besser flutscht. Und ja, gut, was man jetzt hier sieht im Becken, das sind jetzt eben die durch das Schneiden der Pellets entstandenen Späne praktisch, aber das ist nicht schlimm. Die lösen sich mit der Zeit im Aquarium auf. Ist jetzt nicht wirklich große Menge. Und ist auch kein Mikroplastik, also das wird nicht aus Erdöl oder sonst was hergestellt. Das wird aus Mais oder anderen Nutzpflanzen hergestellt. Ist also ein Green Kunststoff oder was weiß ich, was man heute sagt. Und auch nicht zu vergleichen mit dem Meer rumschwimmenden Plastik. Der löst sich ja im Aquarium innerhalb von 2-3 Monaten auf. Der im Meer, der schwimmt wahrscheinlich 100 Jahre noch. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Ihr habt jetzt gesehen, wie es funktioniert. Ihr habt einen kleinen Einblick, wie es überhaupt funktioniert und was für Pelletreaktoren wir jetzt hier auf Lager haben. Jetzt ist auch schon kalt. Okay, also das war der erste Teil jetzt mit Nährstoffe oder Phosphat- und Nitratreduzierung im Aquarium. Nächster Teil werden wir Remophos behandeln und den entsprechenden Filter dazu. Schön, dass ihr uns zugeschaut habt. Mehr auf Instagram und Facebook. Könnt ihr auch den Kanal abonnieren und schreibt einfach was drunter. Tipps und Anregungen oder irgendwelche Fragen. Wir werden versuchen, die zu beantworten. Tschüss!